be underground till this world burns down. Gleich drei Graffiti-Künstler aus Schwerin hat die SWG eingeladen, die Häuser auf dem großen Dreh zu verschönern. Stefan Neig, Lukas Krieg und Ingo Schuh nahmen das Angebot gern entgegen und machten sich engagiert an die Arbeit. In den letzten Tagen und Wochen bekamen dadurch einige Verbinder einen künstlerischen Touch. In der Martin-Luther-King-Straße, Engelstraße und Schulenburgstraße haben die Künstler zur großen Freude der Anwohner ihre Spuren hinterlassen. Die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft gehört zu den ganz wenigen Auftraggebern, die den Graffiti-Künstlern die Möglichkeit bieten, legal und im Interesse der Bürger tätig zu werden. Ja, also ich finde es schon sehr wichtig, da im Grunde ja auch kaum legale Holz hier in Schwerin gibt, ist natürlich sowas natürlich immer also richtig gut, um sich natürlich auch von seiner eigenen Kunstperspektive natürlich auch immer ein Stück zu verwirklichen. Selbst die kunstvollsten Graffiti-Werke gelten in Deutschland als ordnungswidrige Schmierereien, wenn sie auf die Wände illegal aufgetragen werden. Schon lange geht es in der Stadtverwaltung darum, hiesigen Graffiti-Künstlern freie Flächen zur Verfügung zu stellen. Noch ist kein Ergebnis da. Die SWG macht es der Stadt vor. Mit Erfolg.